Für diesen Hund ist es ein Spiel, doch für seine Trainerin geht es um mehr. Das Tier wird in der Nähe von Miami darin ausgebildet, einen speziellen Pilz zu erschnüffeln, der bei Avocadobäumen im US-Bundesstaat Florida für große Schäden sorgt. Der Pilz wird durch einen eingewanderten Schädling übertragen, den Eichenholzbohrer. Sind die Bäume befallen, sterben sie normalerweise binnen 6 Wochen ab. Bislang hat der Schädling vor allem in Florida gewütet, aber auch Bauern in Kalifornien und in Mexiko sind in Sorge. Wissenschaftler versuchen dies zu verhindern, mit den Spürhunden und mit Drohnen. Es ist sehr schwer, die Krankheit zu erkennen, bevor es zu spät ist. Mit den Drohnen und Hunden versuchen wir, verschiedene Methoden zu kombinieren, um den Pilz früher aufzuspüren. Die Drohne verfügt über eine hochauflösende Kamera, die möglicherweise infizierte Bereiche erkennt. Dann kommen die Hunde. Bäume, an denen sie den Pilz erschnüffeln, werden gefällt. Die Bäume daneben werden mit speziellen Chemikalien behandelt. Als Biosensoren sind die Hunde das beste Hilfsmittel überhaupt. Mit Hilfe von Drohnen können wir die beiden besten Methoden kombinieren: Geräte und biologische Detektoren. Hunde und Drohnen passen auf den ersten Blick vielleicht nicht gut zusammen. Doch bei den Avocadobäumen ist die Kombination so erfolgreich, dass sie bald auch auf andere Nutzpflanzen ausgeweitet werden soll.